Einen wunderschönen guten Tag, meine werten Freunde. Was geht? Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es kam wirklich vieles Dank vom Video mehr, aber damit ist jetzt Schluss, denn ja, neues Video. Wobei, nee, es kam glaube ich sogar schon ein Video wieder online in letzter Zeit. Egal. Ja, denn eigentlich das, was ich mich wirklich heute darauf fokussieren will, ist wirklich dieses Video-Special. Wenn das erste Video kam, ja, wenn ich euch das hier mal kurz zeigen kann. Hier, vor... Nee, das ist die Reaction drauf. Hier, das kam vor 3 Jahren, inzwischen sogar schon vor 4 Jahren, glaube ich, raus. Ja, mit 75 Aufrufen. Und das war die Reaction darauf, die auch sehr, sehr geil war. Und was ich heute machen will, ist ganz einfach mit euch zusammen so gut wie möglich das Ganze erweitern. Zumal das Ganze nochmal neu bauen. Habe ich ja letztes Mal schon mal gemacht bei der Reaction. Und jetzt will ich das Ganze noch erweitern mit vielleicht 1 oder 2 Gebäuden. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank, wenn ihr das bis zum Ende anschaut. Und ja, wir sehen uns dann, sobald ich die Welt erschaffen habe. Also bis gleich. So, dann wären wir auch schon hier inzwischen. Und was ich als letztes sagen kann, ist, ihr seht, es ist eine komplette Super Flat World. Es ist ganz normal Vanilla Minecraft, wie ihr auch hier im F3-Menü sehen könnt, 1.14.4 Vanilla. Denn das ist die neueste Version zu dem Zeitpunkt gewesen. Und ja, ohne weiteres würde ich mal sagen, ihr kriegt einen kurzen Zeitraffer. Und ja, ich baue das Ganze mal. Also wir sehen uns dann nach dem Zeitraffer, wo ich euch dann sagen werde, was genau ich mir vorstelle. So, nach einer nun dann doch schon etwas mehr als so langer Zeit bin ich dann auch wieder zurück. Ich habe das Ganze in einer 3/4 Stunde nachgebaut. Hat ein bisschen zu lange gedauert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mein Hauptproblem war halt hier vor allem das Haus. Da hatte ich ziemliche Probleme beim Bauen, weil ich dachte, es ist größer. Habe nämlich hier noch eine Kiste gesehen. Dort ganz hinten. Ich habe gedacht, da ist noch eine Kiste, aber da war nichts. Hier ging es ganz klar bis auf die Scheiben. Oder die Gläser. Wenn man es dann will. Und hier habe ich dann kurz nachgemessen. Habe hier ein bisschen nachgezählt. Und so im Großen und Ganzen ist das alles. Ich habe mich eingesperrt. Aber ja, so. Und ja, das war wahrscheinlich viel zu lange Zeitraffer für euch. Ich werde wahrscheinlich sogar ein paar Sachen rausschneiden. Ich weiß jetzt noch nicht, ich habe sie nicht geschnitten, ich bin noch in der Aufnahme, aber ja, was habe ich mir, denkt ihr jetzt sicherlich, was hat er sich denn überlegt, um hier etwas dazu zu bauen? Nun, sagen wir so, wir haben hier ein Haus, willkommen im Haus von mir, wir haben ein Gefängnis, also was würde da besser passen, oh, das ist ein Dorf, also was würde denn besser passen dazu, als ein kleines, wirklich, also ganz kleines Polizeihäuschen, wisst ihr, nicht so groß, ich werde einfach so ein bisschen ein kleines Polizeihäuschen, nicht zwei Stück oder so, aber einfach so ein Polizeihaus, und ich würde sagen, auch das gibt wieder einen Zeitraffer, und je nachdem wie viel ich dann auch dort wieder bauen werde, wird es natürlich auch dort wieder anders sein, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann danach, nach diesem Zeitraffer wieder, und bis dahin, und ja, ciao, ich baue dann jetzt mal. Alright, ja, ich bin dann nun auch endlich fertig. Es hat wirklich viel zu lange gedauert. Es ist nicht das schönste Polizeistation-Ding, aber I mean, it is something. Like, hier ist so das Haus, weißt du, so ein schönes Haus. Weißt du, und ich hab sogar so ein bisschen Lore, so weißt du, so ein Haus voller Diamanten. Das ist ja schon ein bisschen sass, so, ne? So, und dann denken wir sich natürlich so, ja, das sind wahrscheinlich Kriminelle. Dann brauchst du natürlich ein Gefängnis. Aber du kannst auch ein Gefängnis haben, ohne Polizeistation.
Das heißt, hier kannst du so, das ist so eine Polizeistation, also so ein bisschen was zum Chillen, zu essen und so, ne? Und du kannst auch so ein bisschen dancen und so. Da kannst du so mit deinen Leuten so kommunizieren, kannst du so besprechen, was ihr gemacht habt und so. Hier kannst du Fernsehen schauen, wie auch immer. Und ja, das ist so basically so die gesamte Polizeistation. Hier ist noch ein Heliport, ne, so ein kleiner Heliport, wenn jemand Helikopter hat. Ist das ein Wort? Keine Ahnung. Und hier ist ein riesen P für Polizei, obviously. Und ja, das ist so im Grunde ganz nein, darauf wieder alles, was ich sagen wollte oder machen wollte für heute. Ich bedanke mich wieder mal sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst auch gerne ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao. Aya Kami Tendo.